Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leserfreunde und die es noch werden wollen. In dem heutigen Video kommt der Omtech CO2-Laser nochmal zum Einsatz. Und zwar werden wir heute ein bisschen transparentes Acryl lasern. Und ja, wir fangen mal so an. Ich habe eine Zuschauerfrage, hatte ich bekommen. Und zwar schreibt mir der, wie hieß der gute Mann, Markus Nuklisch. Markus Nuklisch ist der Gründer einer Tiertafel. Und für solche Projekte bin ich natürlich immer sehr schnell zu haben. Alles, was so soziale Projekte angeht, bin ich natürlich voll dabei. Ich weiß wohl, er ist damals auch wohl im Ahrtal, wenn mich das nicht alles irrt, auch sehr aktiv gewesen. Und ich bin dort damals selber des Öfteren im Einsatz gewesen. Wir haben zig LKWsweise Spenden gesammelt, die ich selber dort abgeliefert habe. Und wie gesagt, auch hier unsere Tafel bei uns in der Region haben wir in der Corona-Zeit unterstützt, weil die einfach zugemacht worden sind. Da haben wir den Job übernommen, ich und mein Bruder und solche Aktionen. Ja, da bin ich eigentlich immer für zu haben und ich finde, solche Leute, die anderen Leuten was Gutes tun, die sollte man natürlich auch unterstützen. Das einmal vorweg. So, er schreibt mir hier, ich falle mal mit der Tür ins Haus. Ich hatte mir Acrylplatten und eine Halterung mit LED-Beleuchtung besorgt, wollte das Tiertafel-Logo drauflasern, um bei unseren Infotischen und Veranstaltungen ein Highlight zu haben. Leider funktioniert der Laser, den ich bei meinem Arbeitgeber benutzen kann, nur auf Metall. Es ist ein Faserlaser. Daran hätte ich mal früher denken sollen. Und dann schreibt er, wäre es möglich, dass ich dir eine Acrylscheibe sende, die Daten per PNG, PDF, SVG per Mail sende und du das Logo draufballerst. Wenn ja, was kostet das? Es wären 4 Stück. Liebe Grüße, Markus, Gründer der Tiertafel, Rems Mur. So, da ich jetzt ja diesen CO2-Laser hier stehen habe, habe ich natürlich gesagt, komm, schick mir die Sachen zu. Habe dann natürlich noch keinen Preis gesagt. Und weil ich noch gar nicht wusste, was überhaupt hier passiert. Er hat mir sein Logo zugeschickt und somit habe ich gesagt, klar, mache ich. Und das ist natürlich, weil ich diese Projekte gerne unterstütze, geht das kostenlos hier raus. Ich mache das kostenlos. Ich möchte den guten Mann unterstützen. Und das werden wir jetzt gleich mal eben zusammen lesen. So, wer mein letztes Video gesehen hat, das war mit der München-Kamera, die ich dort vorgestellt habe. Die habe ich dort unten liegen. Ich kann die, nee, brauchen wir nicht zeigen. Schaut euch einfach das Video an. Ich verlinke das hier oben nochmal. Und zwar habe ich jetzt eine folgende Idee. Ich möchte die Tiertafel möchte ich gerne unterstützen. Ich habe diese Kamera vorgestellt. Die Kamera ist nicht schlecht. Kritikpunkte habe ich natürlich auch dort gehabt. Und bei mir findet die Kamera keinen Einsatz, weil ich mehr oder weniger, ich habe noch einen Diodenlaser, habe ich noch hier. Und ja, ich wollte die Kamera eventuell in den CO2-Laser einbauen. Es gefällt mir aber nicht. Ich habe da zu wenig Platz drin und ja, habe mich dagegen entschlossen. Die Kamera findet jetzt hier bei mir keine Verwendung und somit habe ich gesagt, ich möchte diese Kamera gerne verkaufen und den Erlös der Kamera möchte ich gerne der Tiertafel zukommen lassen. Link packe ich unten von der Kamera in die Videobeschreibung. Schaut da einfach mal rein. Ich habe heute Morgen, wir haben heute den 25. Mai, ich habe dort den Link nochmal nachgeschaut. Die Kamera kostet aktuell 122 Euro und ich würde sagen, für mindestens 50 Euro wäre ich bereit, die Kamera abzugeben. Wer Interesse an dieser Kamera hat, mich
und die Tiertafel zu unterstützen. Ich habe da rein gar nichts von. Ich gebe das 1:1 an die Tiertafel weiter und Entschuldigung, und lege meine Produkte, die ich Ihnen jetzt lese, obendrauf. Des Weiteren werde ich auch die Tiertafel auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Ich werde hier unten auch nochmal die Internetadresse von denen einblenden. Vielleicht ist der ein oder andere ja auch bereit, eine kleine Geld- oder Sachspende zu spenden, weil ich finde, ja, Tiere können da nichts für. Die können sich nicht einfach mal eben selber was zu fressen kaufen. Und Tiere sollten am wenigsten leiden. Und deswegen wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr auch die Tiertafel unterstützt. Es muss jetzt nicht unbedingt diese Tiertafel sein, aber ihr habt garantiert eine Tiertafel oder irgendwie ein anderes Projekt bei euch in der Nähe. Unterstützt die Leute bitte. Ich mache es auch. Und das ist ein Anliegen, was ich mir wünschen würde. So, meine Lieben, jetzt haben wir aber zu viel oder schon fast wieder zu viel gequatscht. Dafür bin ich bekannt. Wir schauen uns das jetzt mal hier am Rechner an, das Logo. Und ich habe, das kann ich euch auch mal zeigen, er hat mir hier Acrylplatten zugeschickt. Und zwar hat er hier auch nochmal geschrieben, hier nun die Plexis, bei einer hatte ich bereits erfolglos probiert, diese kannst du zum Testen nehmen, sollte das klappen, wäre super, liebe Grüße Markus. Hier hat er mir auch nochmal eine schöne Karte dabei gelegt und das macht natürlich dann schon wieder sehr viel her. So, Acrylplatten, das sind halt runde Acrylplatten, da ist jetzt noch die Schutzfolie drauf und ich habe, Moment, ich muss mal aus dem Bild laufen. Ich habe selber diese Systeme hier auch bei mir im Einsatz. Das sind einfach nur so kleine LED-Ständer aus Kunststoff. Die kann man batteriebetreiben oder halt mit dem USB-Kabel. Ich habe jetzt gerade keine Batterien drin. Ich zeige euch das gleich fertig mit dem USB-Kabel. Die werden hier nachher einfach nur reingesteckt und dann kann man das halt mit RGB-Beleuchtung beleuchten. Das wollen wir heute machen. Und mein Rechner ist hier schon ausgegangen. Der ist schon am Schlafen. Den machen wir mal eben wieder an. Ich habe mir hier natürlich auch gleich mit seiner versauten Platte, wo er mit dem Faserlaser probiert hatte, habe ich mir hier natürlich auch schon meine Werte ermittelt und habe dann diese ganze Kontur einmal nachgezeichnet. Wir haben hier einen Durchmesser von diesen Scheiben von 150 mm und hier unten den Fuß, den habe ich mir auch gleich direkt mit angezeichnet, vernünftig zum Ausrichten und habe mir meine Werte ermittelt und habe von der anderen Seite nochmal das Tiertafellogo mit aufgraviert. Lieber Markus, ich denke mal, du wirst es ja auch hier das Video gucken. Ich habe deine Datei etwas abgewandelt, weil das optisch sonst nicht schön ausgesehen hätte, zeige ich dir gleich auch nochmal in Lightburn direkt. Und was ich da verändert habe, das Logo kommt so aber wesentlich schöner raus. Und mit diesen ermittelten Werten werden wir jetzt gleich die restlichen drei Platten gravieren. So, das hier, das habe ich natürlich schon einmal gespiegelt. Die Datei, die ist soweit schon mal fertig. Ich drehe das nochmal eben richtig rum. Und zwar habe ich hier um diese ganze Pfote, das hier, das stellt ja einmal ein Herz dar, halt mit dem Hunde- und Katzenkopf und dann hier mit dem Fressnapf. Und zwar ist hier nochmal eine Tierpfote drauf und die war eigentlich komplett gefüllt. Das fand ich nicht so toll, weil man dann überhaupt nicht mehr das Herz erkennt. Das war einfach alles zugeballert. Und somit bin ich beigegangen, habe die ganze Datei nochmal auseinandergenommen und habe hier nochmal eine Outline drum gemacht, sodass wir jetzt nur in dem Sinne eine Outline hier nochmal drumherum haben. Und man erkennt auf jeden Fall jetzt, dass es eine Pfote ist, dass es ein Herz darstellen soll. Und ich denke mal, das sieht sehr gut aus nachher. Wie gesagt, ich habe mir diese Acrylscheibe habe ich mir ausgemessen. Ich habe mir hier einen Werkzeugrahmen drumherum gelegt und habe
das zum Positionieren. Soweit habe ich mir das hier alles angelegt. Es ist alles vernünftig mittig ausgerichtet. Und wir schauen jetzt mal eben in die Leereinstellung rein. Und zwar werden wir das mit einer Geschwindigkeit von 300 mm pro Sekunde lasern. Und wir werden eine maximale und minimale Leistung von 12% nehmen. Und ich habe hier mit 318 dpi, sprich 0,08 mm Linienintervall. Das Ganze, das wird auf 0 Grad gelasert. Und alle Formen sollen oder möchten wir jetzt hier auf einmal lasern. So, dann, das ist eigentlich erstmal nur dafür da gewesen. Und ich möchte euch mal eben was zeigen. Ich hoffe, ich finde das jetzt auf die Schnelle. Wo war's? Da war es nicht. Genau, so. Und ich weiß nicht, viele Leute kennen das vielleicht nicht. Wenn wir mit einem CO2-Laser zum Beispiel oder mit einem Rotpunktlaser irgendwie zum Beispiel jetzt so eine Kontur, ich lege das hier mal eben beiseite, so eine Kontur vernünftig ausrichten wollen, wäre es jetzt nur ein Kreis gewesen, wäre es das überhaupt nicht das Problem gewesen. Aber man kann ja den Rahmen abfahren und wenn man sagt Rahmen abfahren, fährt der nur einmal den Rahmen ab. So, und ihr habt hier einen Button, wo ihr kontinuierlich einen Rahmen abfahren könnt. Und sobald ihr euer Objekt vernünftig positioniert habt, klickt ihr auf OK und er geht wieder auf seine Endstellung. Und das passt dann hundertprozentig. Also wundert euch gleich nicht, warum der Laser die ganze Zeit seine Runden dreht. Ich habe das sonst, Entschuldigung, früher immer gemacht, dass ich mir hier keinen Werkzeugrahmen hingelegt habe, sondern irgendwie eine andere Farbe und habe gesagt, er soll fünfmal abfahren. Und in der Zeit musste ich das dann ausrichten. Aber dieses hier, muss ich ganz ehrlich sagen, kannte ich auch nicht. Ich habe das durch Zufall gefunden. Und fand, das ist eine ganz tolle Sache. Das geht natürlich auch bei Diodenlasern. Wer das noch nicht kennt, schaut hier einfach mal rein unter Geräteeinstellung und dann hier Frame kontinuierlich. Da müsst ihr das einmal aktivieren und den Rest seht ihr gleich. So, meine Lieben, bevor ich hier jetzt missbaue, muss ich mir meine Datei einmal eben wieder spiegeln. Weil ich möchte das von hinten gelasert haben, dass das Weiße nach vorne hin sehr schön rauskommt. So, dann werden wir hier einmal eben auf die Anlage Strom geben. Ich werde auch nur eine Seite hier, die Schutzfolie abziehen, werde mir das dort jetzt mal eben reinlegen. Nicht, dass ich hier jetzt irgendwo hängen bleibe. Und wir werden jetzt die Anlage mal einschalten. Erst den Chiller. Nicht erschrecken, das piept gleich. Das war ja zum Beispiel ein Ton, weil ja die Wassermenge angeblich vielleicht nicht ausreicht oder der Druck nicht da ist. Und das ist eine tolle Sache. Sobald da zu wenig Wasser drauf ist, macht die ganze Kiste Alarm. So. Dann werden wir einmal die Kamera umstellen.
So, und jetzt werden wir einmal eben den Fokus setzen. Dazu gehen wir hier einmal bei und drehen den so, der passt da wunderbar drunter. Der Fokus ist soweit eingestellt. Und jetzt werde ich mal eben den Rahmen abfahren. Ich hoffe, ihr könnt das gleich alles soweit sehen. Ich stelle die Kamera ein bisschen beiseite. So sollte man das eigentlich gut erkennen können. Ich werde jetzt den Rahmen einmal abfahren. So, wir sagen einmal Rahmen abfahren. So, meine Lieben, so sollte das passen. Die Kamera stellen wir hier ein bisschen weiter hin. Ich hoffe, das kann man dann sehen. Genau. Wir gehen hier auf OK. Wir blenden uns das wieder ein. Jetzt steht er da. Luke zu. Einmal auf OK. Und dann geht es schon los. Absaugung nicht vergessen.
meine Lieben. Ich muss einmal meinen Monitor hier wieder umklappen, damit ich auch sehe, was passiert. So, den machen wir einmal aus. Einmal ein bisschen Ruhe. So, ich ziehe jetzt einmal bei einem die Schutzfolie ab, damit ihr auch erkennt, was da passierte. Ich muss mal gucken, habe ich hier noch einen weichen Lappen? Ich glaube, hier unten liegt noch was. Einmal ein bisschen abputzen. Den Staub einmal runter. Nicht zu doll verkratzen, den ganzen Kram. So, und wie ihr seht, das sieht mal richtig, richtig gut aus. Ich komme da gleich nochmal mit nach vorne. Können wir jetzt auch mal machen. Und zwar, ich stelle mich davor. So, und jetzt könnt ihr das auch sehen. Wir haben eine, stellt er da scharf, eine wunderbare, schöne, schwarze Kontur. Stellt er nicht scharf. Er will nicht vernünftig scharf stellen. Aber wir machen das jetzt auch mal eben mit Beleuchtung. Zack. Dafür ziehen wir den einmal raus und klauen am PC ein bisschen Strom. Und wie ihr seht, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich stelle mich da mal vor. Andere Seite. So. Dieses Geblinke geht einem natürlich ein bisschen auf den Sack, aber hier kann man auch einzelne Farben noch mit einstellen. Und ich finde, das ist eine tolle Sache. Und so schnell könnt ihr so tolle Sachen mit so einem tollen Gerät hier bauen. So, meine Lieben, das soll es eigentlich schon fast wieder gewesen sein. Den stelle ich hier einmal eben beiseite. Und ich werde die anderen jetzt auch gleich soweit fertig lasern, werde das dann für den Versand schon wieder vorbereiten. Und wie gesagt, wer an diese Kamera Interesse hat, wer gerne mich und diese Tafel unterstützen möchte, der darf mir gerne eine E-Mail an laserfuchs76@gmail.com schreiben. Ja, wie gesagt, ich nehme Gebote ab 50 Euro an. Die Kamera kostet aktuell 122 Euro. Und da würde es mich wirklich freuen, wenn wir da ein bisschen Geld zusammenkriegen, dass wir die Tafel unterstützen können, weil die machen das auch alles ehrenamtlich. Und ja, ich finde, solche tollen Projekte sollte man unterstützen. Wer Interesse an diese Kamera hat, schreibt es in die Kommentare. Am liebsten wäre mir natürlich eine E-Mail mit Gebot. Und wenn das Ding nachher verkauft ist oder verkauft wird, werde ich das in dem nächsten Video natürlich preisgeben. Und ja, alles andere werden wir dann in einem der nächsten Videos sehen. Und das soll es eigentlich schon für heute gewesen sein, meine Lieben. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, darfst du das hiermit gerne tun. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Da werden wir dann die Rotary einbauen, werden die dann mal auf Herz und Nieren testen. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Bis bald, euer Laserfuchs. Macht's gut. Ciao.